etwas in der Luft. Ein ganz besonderer Duft. Der Duft nach Tod und Blut und Verderben, liebe Freunde. Und damit herzlich willkommen zu Shadow Warrior 1. Ja, nicht 2, wie ich es fälschlicherweise in der letzten Folge einmal sagen wollte und einmal gesagt habe. Ja, es ist trotzdem ein sehr tolles Spiel. Wirklich. Ich finde es im Moment sehr, sehr großartig. Bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht und bin dann auch noch sehr gespannt, wie der zweite Teil dann so ist, weil den hole ich mir bestimmt. Wenn der erste jetzt so weitergeht wie bisher, dann wird aber sowas von der zweite geholt. So. Moment mal, können wir da vielleicht jetzt schon mal was machen? Karma fließt im Blut. Oh, scheiße. Oh oh. Na, komm. Ja. Yeah. So, was ist das jetzt? Das mit dem Karma, also Karma fließt im Blut, ja. Ich hatte da aber schon gerade. Oh, wir können nur ein Herz bei uns haben, alles klar. Da hatte ich aber gerade diese Geschichte hier aufgeladen. Und dazu muss man die linke Maustaste gedrückt halten. Und da ich die linke Maustaste gedrückt gehalten habe, habe ich dadurch auch die Informationen weggeklickt, was ich natürlich gar nicht wollte. Das werde ich mir in der Aufnahme jetzt angucken müssen dann. Einfach mal so ein bisschen Pause und so. Und ihr könnt das jetzt natürlich auch zurückspulen und lesen, was da stand. Das wüsste ich jetzt natürlich gerne. Kann ich erst später machen, wenn die Aufnahme fertig ist. Okay, das Schloss müssen wir gleich zerdeppern. Vermute ich mal. Aber wir gucken uns jetzt mal um. Sehen, ich habe hier Collectibles gibt. Wow. Ehrlich? Ihr habt da Schusswaffen? Wir auch, so ähnlich. Das ist natürlich so übertrieben, dass sie so auseinanderfallen wegen ein paar Schuliken. Aber wir werfen natürlich sehr gezielt. Ist das... Ach, das ist eine 9. Ich dachte, es wäre so ein 2er mit so einem krassen Unterstrich, sodass ihr diese daneben stehende 1 oder auch vielleicht 7, ich weiß nicht, was für eine Zahl ist. Ihr versteht schon. Genau, da können wir nämlich nichts machen, wir haben nämlich schon 97. Wow! Na sowas. Das, was wir machen, können wir das eigentlich kombinieren? Ja, irgendwie schon. Ah, aber... Mann, ist das cool. Ja, ja, wir zeigen uns schon. Komm, wir laden wir ein bisschen auf. Dann schauen wir mal, wo da welche sind. Wie weit geht das? Okay, so Reichweite hat das nicht. Ach cool, wir können auch irgendwie treten. Das ist ein echter Zweier. Ah. Okay, okay. Haben wir jetzt also voll? Gut. Ach so, ach natürlich, das Munition haben wir voll, ja, ja. Ja, ja. Geld haben wir nicht voll. Haha, da haben wir noch Platz. Da haben wir noch Platz in den Taschen. Schade, dass wir die Automaten jetzt zerstört haben. Wäre vielleicht lustig gewesen, oder interessant gewesen zu sehen, ob man die nicht benutzen kann. Okay, doch nicht zerdeppern das Schloss, sondern hier mit dem Schlüssel öffnen. Auch gut. Kriegen wir auch hin. Können wir nicht... Dem sind wir da nicht so mächtig, dass wir den... Okay, nee, wir können da nicht mit der Seite räumen. Egal. Auf jeden Fall das Movement noch lernen. Da hat er ziemlich viel drauf, der gute Wang. Aber man muss es erstmal hier rauskriegen, wie das alles funktioniert, weil der schon sehr dynamisch ist und wir können uns extrem schnell mit dem fortbewegen, entsprechend schnell Leute töten. Oh. Aber das müssen wir uns auch auskennen mit dem ganzen Movement hier. Also vor allem halt schnell die Sachen halt anwenden. Ne? So, ich mache jetzt mal nicht... Doch nicht mit der Aufladung, weil vielleicht kommt jetzt nochmal Information und dann können wir das gar nicht lesen. Das wäre natürlich entsprechend schlecht. Herr Specht.
schön hier. Finde und zerstöre die blauflammige Tentoki-Statue, um das Siegel zu deaktivieren. Zahm. Oh. Ach nee, Moment. Ach, alles klar, natürlich. Ja. Ich verstehe. Das wird so ein Teil wieder mit solchen Bällchen sein, oder? Da ist ein Pfad. Und da müssen wir auch lang. Da wird sie sein. Bestimmt. Oder auch da. Na, schauen wir erst. Oh Gott. Wir verlaufen uns im Wald. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Ach du Scheiße. Aber das ist doch gar kein Horrorspiel. Macht dem Zahl noch nicht so viel Angst. So, Karma. Puh. Okay, ich dachte, das wäre irgendwas Fieseres. Oh Gott, die blaue Tentoki-Statue. Na toll. Such die blaue Tentoki-Statue, haben sie gesagt. Das wird ganz easy, haben sie gesagt. Du bist bald zurück, haben sie gesagt. Nein. So viel Angst. Wo kann das denn? Nein! Hieß... Nein. Wir aber nicht mehr weiterhin. Diese Häschen immer. Okay, ich weiß, da waren wir schon, aber hier geht's nicht zufällig irgendwie nach rechts nochmal. Nee. Dann haben wir da nichts verpasst. So, zack, und hier wieder zurück. Ja, genau. Dann gehen wir hier lang. Hey, hier ist auf einmal ganz schön hell. So. Oh. Ach, hier geht's ja gar nicht weiter. Schade. Dann müssen wir hier lang. Und da mal gucken. What is this? Oh. What's it doing here? Hell if I know. Looks packed cheap. Oh. Brauchen wir. Yeah. Chi-Kristalle 1. Dunkle Kristalle verleihen dir Chi. Eine Energie, mit der du dämonische Kräfte erlernen oder verbessern kannst. Drücke U und wähle Kräfte, um mehr zu erfahren. Ja, das ist also unsere Einheit, mit der wir uns Kräfte kaufen können. Cool. Und wir warten wieder ein bisschen auf dieses Menü. Da trinke ich doch gleich mal einen Schluck. Einen Schluck, eine kleine Schluck Kaffee. Oh, petit Schluck, le petit Schluck. Mon amour, c'est bon, oh, le petit Schluck Kaffee. So. ja. Karma-Punkt 0? Wir haben gerade einen Karma-Punkt. Nee, das war Chi. Das war Chi. Moment, wir müssen bei Kräfte gucken. Chi-Kristalle. Und das ist diese Geschichte. Ah. Das ist geil. Okay, kostet 1. Das können wir schon machen. Kostet 1 können wir auch schon machen. Cool. Boah, ich heb das nur auf. Was steht denn da? Kosten? Nee, es erfordert erfrischender Tau. Da müssen wir also das. Den können wir. Und das erfordert den Schutzfächer. Also wir können das oder das erstmal im Moment kaufen. Und kostet eh nur 1. Also, okay, eigentlich können wir das machen. Chi umfängt den Zaubernden und schirmt ihn gegen Schaden ab. Die Bündelung wird nicht durch Schaden unterbrochen. Okay, und hier durch Verbesserung der Chi-Bündelungstechnik kann der Adept sich wirkungsvoller heilen. Ja, wir heilen ein bisschen. Wir wollen uns ein bisschen besser heilen. Ist das. Okay, das ist jetzt einmal eine Verbesserung. Alles klar. Okay. Gut. Haben wir drauf. Das heißt, wir könnten jetzt... Nee, können wir nicht. Es hat also immer noch eine Obergrenze sozusagen. Ah, und hier sind wir auch richtig.
Sam! Aha. Oh, haben wir noch Blut? Jawohl. Karma. Geheimnis. Kamma-Kamma-Kamma-Kamma-Chameleon. Habt ihr das gehört? Habt ihr dieses Lied gehört? Die 80s sind ausgebrochen. Na? Na komm. What are these things? Phew. Pretty violent, as shadows go. Shadow beings in the shadow realm. Great. That clears everything up. Shadow beings. ja. Wunderschön. Der Humor, der macht's ja auch aus. Das haben sie bei Far Cry 3 Blood Dragon ganz genau so versucht wie in diesem Spiel. Es sollte genau in die gleiche Kerbe schlagen. Vom Gefühl her haben sie auch nicht geschafft. Das hatte diesen Spirit nicht. Kennt ihr das? Wenn man Witze einfach versteht, aber nicht drüber lachen muss, weil die den Spirit nicht haben, egal wie schlecht sie sind. Und hier sind sie genauso schlecht wie in diesem Spiel, aber die haben so einen gewissen Spirit. Ja, sodass sie halt irgendwie geil sind, obwohl sie scheiße sind. Das finde ich cool. Oh. Hei, hei, hei. Und ich möchte endlich dieses fucking Schwert, damit es richtig abgeht. Ich glaube nämlich, so gefühlstechnisch, sobald wir das Schwert haben, geht hier richtig der Punk ab. Na? Weil dann können wir überhaupt jetzt richtig kämpfen. Wir können ja jetzt noch gar nicht so krass kämpfen. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Shuriken everywhere, anywhere, anywhere. Some, weil ich sie Shuriken. Oh Gott, na komm. Hopp. Na, komm her. Bam. Bam. Zack, zack. Na komm. Hopp, hopp, hopp. Ja. Ah, okay, das ist irgendwie so eine Kampfbewertung dann, oder wie mit diesen Shuriken dann unten. So, ein bisschen sauber machen. Man kann man übrigens mit R machen hier, diesen Move. Also R wie nachladen. Während er mit der Waffe, auch wenn er nicht nachladen muss, macht er zum Beispiel sowas hier oder sowas da, ne? Macht er mit der Pistole. Was haben wir jetzt eigentlich nochmal auf dem Rädchen? Schwert im Moment. Pistole und das Herz zählt auch als Waffe, alles klar. Hier dürfen wir vermutlich nicht lang gehen. Ach, guck mal, ein Heilungsköfferchen. Ein Ding. Und wir können da wirklich nicht. Oder können wir doch? Nach links. Zack, zack, zack. Ja, doch, irgendwie machen wir es schon so ein bisschen. Oder? Na, irgendwie nicht so. Also hier mit der Schwertbewegung, da bin ich immer neugierig, ob das nicht dann doch irgendwie losgeht, wenn wir das richtige Katana haben. Katana. Bevor ich da runtergehe, schauen wir erstmal hier hoch. Die Dinger können wir nicht kaputt machen. Ah, okay, hier ist eh nicht. Alles klar. Und hier kommen wir auch nicht rein. Sehr gut. Supi, da müssen wir runter. Und er kann jetzt echt nicht springen, das ist verrückt. Also entweder laufen oder springen, beides gleichzeitig bringt er nicht. Na komm. So, hier sind wir bestimmt richtig. Oh, wow, wow. Ah, hier sind wir am Anfang, hier steht ja unser Wagen. Na komm. Oh oh. Na komm.
Sehr schön. Müsste da nicht noch einer sein? Okay. Puh. Die sind ganz schön schmutzig. Okay. So where did that thing go? It's probably looking for a temple. Why? It's a golem. It needs to go back. A temple is a place of power. Okay. Well, the biggest one around is the Kapadori Cemetery near my place. Sind wir hier richtig? Nicht unbedingt. Doch. Vielleicht ist es einfach nur ein geheimer Ort. Ein geheimer Ort der Geheimnisse. Okay, da können wir nicht hoch. Wieso ist hier der Weg, wenn wir hier sonst nicht sitzen? Da muss irgendwas sein. Geht's hier rein? Nee. Geht's hier durch? Nee. Hoch geht's auch nicht. Wir können ja nicht so klettern. Und hier waren... Nee, hier waren wir nicht. Hä? Doch, hier waren wir. Von da kommen wir. Die Dinger haben davor aber noch gar nicht gebrannt, oder doch? Und ich habe sie nicht gesehen. Ah ja, okay. Also ist wir einfach nur ein Weg nach unten gewesen. Alles klar. Alles klar, alles klar. Wir haben nichts verpasst. So. Ah, unsere Ausdauer ist am Ende, deswegen können wir nicht laufen. Ich verstehe, wir müssen ins Auto einsteigen. Was ist hier auf der Straße? Da können wir nichts machen, ne? Wahrscheinlich ist es zu weit weg alles. Na dann ab ins Auto und wir sitzen natürlich rechts. So, können wir eigentlich selber fahren? Bin mal gespannt. Oh, hi. Before we do this, I need to know your name. Oh, that's sweet. If you know a demon's name, you can control it. Is that so? That's what all the books say. There's just one problem. It is written that no human tongue can pronounce a demon's name. Try me. All right. My name is Hoji. Hoji. But it's impossible. How did... You must be the one. The one that the prophecy spoke of. Really? What else does the prophecy say? Why, that the one will also... Believe any goddamn idiot thing you make up on the spot. Get out of my car. OG. Ah, okay. Ah. Wir haben jetzt das Level abgeschlossen. Nach einer Stunde Spielzeit. Ah, so war das also. Missionsergebnis 173 von 250, das ist aber ziemlich gut. Ah, Geheimnisse 3 von 8, okay, es gibt also noch richtig viele. Gesammeltes Geld, auch nur 43%. Krass, aber Chi-Kristalle haben wir alle gefunden, nämlich einen Chi-Kristall. 65 Feinde getötet, 93 Karma-Aktionen, 28% Karma-Bonus. Aha, aha, aha. Na dann machen wir nochmal neu, oder? Wir machen es besser. Nein, es geht weiter. Ja, komm, dann machen wir doch. Drücke R, um nachzuladen. Wolltest du immer Chirurg werden? Öffne deine Dämonen. Oh, eine Dämonenbrust. Naja, was soll's. Okay, es geht weiter. Kapitel 2. Der Partybus. Came through here. Am I right or am I right? Finde den Golem und birgt das Nubisurakage. Ja, das hätte ich gerne. Denn irgendwie. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Schwert. Dass wir da so einen krassen Shit machen können mit dem Schwert, wie ich das dachte. Eisenkreis nicht aktivieren. Weil eigentlich dachte ich, wir müssen. Hier die Richtungsgeschichte. Zack. Aber macht er gar nicht, ne? Der schlägt da selber eigentlich zu. Hm, vielleicht ist es wirklich erst mit diesem krassen Schwert. Bin ich echt sehr... Moment mal, macht er noch krassere Sprünge?
Okay, macht auf jeden Fall ziemlich krasse Vorsprünge da so. Man kann sie nämlich stapeln, also nicht stapeln, aber wiederholen. Okay, hier geht es definitiv nicht zurück, alles klar. Dann müssen wir in der nächsten Folge weitermachen, liebe Freunde. Können wir nicht da aufsteigen? Nein. Noch mal? Ja. Ups. Und hat uns das jetzt gerade Energie abgezogen? Okay. Das hier? Ja, kaputt machen geht. Das hat uns sicher Energie abgezogen, oder? Cool, dass wir das jetzt kaputt machen können. Das ist ja irgendwie geil. Gut zu wissen. Alles klar, Polizeiauto, du machst Geräusche. supi. Naja, wir machen, wie gesagt, das sind vorne schon mal die nächsten Monster. Sehe ich schon mal in der nächsten Folge weiter. Und zwar morgen, liebe Freunde. Tschüss, ciao und servus.